want to see the mind of the Father. Wir möchten die Gesinnung des Vaters sehen. And more importantly, noch viel wichtiger, we want to know, wir möchten erkennen, these glorious workings of God, nämlich die herrliche Wirkungen Gottes in us. In uns. This is our passion. Aber genau das ist unser Leiden. This is our calling. Genau das ist unser Beruf. That you will know, damit du erkennst, that there is a creative power, dass es eine schöpferische Kraft gibt, within you, und zwar innerhalb von dir, that you are so precious, und zwar du bist so kostbar, you are so powerful, du bist so kraftvoll, and so God is trying to, you know, make you know. Also Gott durch uns möchte dich wissen lassen. The dynamics of your power. Und zwar die Dynamik deiner Kraft. How you, wie du, can become the person, nämlich die Person sein kannst, that you so desire zwar, to be. Wonach du dich so sehr sehnst. How you, wie du, can possess, nämlich in Besitz nehmen, the thing, die Dinge, that you so desire to have. Nach denen du so sehr, dich so sehr sehnst zu haben. Glory be to God. Hallelujah. Amen. Thank you, Father. Danke, Vater. And so we want to talk to you today. Und heute möchten wir zu euch sprechen. Shortly on the power of the seed. Und zwar kurz über die Kraft des Samens. The power of the seed. Die Kraft des Samens. Everything, every ability, alles, und zwar alle Fähigkeiten, has been placed in the seed. Gibt es schon im Samen drin. The seed is a promise of a forest. Nämlich der Same ist die Verheißung von dem Wald. Amen. So until the seed is released, bis der Same freigesetzt ist, it is just a promise of a tree. Es ist nur eine Verheißung, eine Versprechung von einem Baum. But this promise, doch diese Verheißung, must find fruitfulness, muss zur Fruchtung kommen. That is the essence of the seed. Das ist der Beweggrund, das ist das Wesen des Samens. Hallelujah. Amen. So please, let's turn our Bible to the book of Romans 4. Lass uns bitte unsere Bibel aufschlagen zu Römerbrief 4. Romans 4, the verse number 13. Römer 4, Vers 13. For the promise that he should be the heir, the possessor of the world, was not to Abraham or to his seed, though through the law, but through the righteousness of faith. Denn nicht durch das Gesetz wurde Abraham oder seine Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welterbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Amen. Amen. So here we see that, you see, the Bible tells us that the promise that he should be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. Hier sehen wir, dass die Verheißung wurde Abraham noch sein Nachkommen zuteil, nicht durch das Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Amen. Amen. So the promise, dementsprechend die Verheißung, was to be heir of the world. Heißt tatsächlich Erbe der Welt zu sein. So that is the promise of the Father to man. Das ist die Verheißung des Vaters zum Menschen. To possess the world. Die Welt in Besitz zu nehmen. Glory be to God. Hallelujah. Amen. Now this is something you need to be established on. Das ist etwas, worauf du fundiert sein solltest. Because the Father promised, denn der Vater hat verheißen, eternal life, ewiges Leben. You see, in Titus 1, the verse number 3, in Titus Brief 1, Vers 3, the verse number 2 precisely, genau gesagt Vers 2, he says, in hope of eternal life. Hier heißt es, in der Hoffnung vom ewigen Leben, which God, who cannot lie, in dem Gott, der nicht lügt, promised,
verheißen. Before the world began. Und zwar vor Anfang der Welt. You see, before the world began. Bevor die Welt überhaupt begonnen hat. Before your world begins. Also bevor deine Welt anfängt. Before any circumstances that you are called to enjoy. Also vor irgendeinem Zustand, wozu du berufen bist zu genießen. Before your health. Also vor deiner Gesundheit. Before your worth. Bevor dein Vermögen. Before what you are called to do. Also vor dem, wozu du berufen bist zu tun. God promised. Verhieß Gott. What is his promise? Was war seine Verheißung? That you will be possessor. Dass du Besitzer, Besitzerin of the world. Der Welt. But this promise. So diese Verheißung. Was made. Wurde gemacht. To a specific you. Und zwar zu einem bestimmten du gemacht. Amen. Amen. You see, when you read, you think he's talking about everybody. Wenn du so liest, buchstäblich, da gehst du davon aus, er spricht zu jedem. You know, when you read, you think he's talking to the man that we see and we can touch. Wenn du so buchstäblich liest, da gehst du davon aus, er redet zu dem Menschen, den wir körperlich sehen können und anfassen können. No. Nein. He said very specifically. Denn hier heißt es ganz spezifisch. To Abraham. Und zwar zu Abraham. And to his seed. Und zu seiner Nachkommenschaft. And so Abraham. Abraham. Stands for the father. Steht für den Vater. Because the Bible calls him the father of many nations. Denn die Bibel nennt Abraham, Vater vieler Nationen. So in other words, Abraham typified the source of everything that we can see in the world. Steht für die Quelle von allem, was wir je auf der Welt sehen können. Amen. Amen. Very, you know, we need to make this practical. Also das muss praktisch ankommen. Everything you see in the world today. Alles, was du auf der Welt heute siehst. Physically. Physisch. Houses. Ja, zum Beispiel Häuser. Cars. Autos. You know, money. Geld. Whatever you may name it. Also was auch immer es sein mag. Abraham stands as the father, the source of them all. Steht als Vater, sprich als Quelle von ihnen allen. And so the promise, also die Verheißung, was made to Abraham. Wurde Abraham gemacht. And to his seed. Und zu seiner Nachkommenschaft. Hallelujah. Amen. And so this promise, also diese Verheißung, which is the word of God, und diese Verheißung heißt auch das Wort Gottes, was made to the seed. Wurde zur Nachkommenschaft gemacht. So the seed, also die Nachkommenschaft, is that which is not seen. Ja, der Same ist das, was nicht gesehen wird. Hallelujah. Amen. You see, you cannot see the seed. Die Nachkommenschaft kannst du nicht sehen. But you can only see that which the seed produces. Doch, du kannst nur sehen, was der Same produziert. Amen. Amen. And so now the important question, die wichtige Frage hierbei, is that what is in the world? Was gibt es denn in der Welt? Because you and I today, denn du und ich heute, we've been given the world as our inheritance. Uns wurde die Welt gegeben als unser Erbteil. But we need to ask this question. Doch wir brauchen diese Frage zu stellen. That what is in the world? Was gibt es denn in der Welt? That the Father promised us. Was der Vater uns verheißen hat. And specifically the seed. Und besonders die Nachkommenschaft. Hallelujah. Amen. Glory be to God. And so please, I just like us to look at this question. Und bitte, ich möchte, dass wir diese Frage anschauen. So that we can see how we can possess that which belongs to us. Damit wir erleben können, wie wir das in Besitz nehmen, was uns gehört. 1 John 2, the verse 16. 1. Johannes 2, Vers 16, bitte aufschlagen.
The Bible says, for all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Denn alles, was es in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. God promised. Gott hat verheißen. That you will be heir of the world. Dass du Erbe der Welt bist. But the world. Doch die Welt. He said, the world, what is in the world is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Hier heißt es, das was in der Welt gibt, heißt die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens. So what is God actually revealing to us? Also was zeigt uns Gott hier? He's saying that in the world, er sagt, dass in der Welt are desires. Gibt es Verlangen, Sehnsüchte. You see, everything you see in the world, alles was du in der Welt siehst, is characterized, wird wirklich dargestellt, by desires. Und zwar durch Verlangen. You see, when you look at whatever, it may be a house, it may be your physical health, it may be anything that you can possess. You see, the character behind it, the essence behind it is a desire. You want to have it. You lust after it. Und wenn du alles anschaust, nämlich sei es ein Haus oder auch deine Gesundheit, deinen gesundheitlichen Zustand, du merkst, du möchtest gern etwas haben. Ja? Dein Herz, und zwar schreit nach etwas. Du strebst nach etwas. So now, these desires, nun, diese Verlangen als Ganze, which is in the world, die es in der Welt gibt, the Father promised, der Vater hat verheißen, that you will inherit them, dass du sie alle beerbst. Hallelujah. Amen. That you will have the houses, dass du die Häuser hast, that you will have the good things, dass du die guten Sachen hast. But listen to me today. Doch, bitte hört mir zu heute. We read in Romans 4, wir haben in Römer 4 gelesen, the verse 13, Vers 13, that the promise, dass die Verheißung, was given, und zwar wurde dem zuteil, to Abraham, nämlich Abraham, and the seed, und der Nachkommenschaft. You see, that which is in the world, also das was in der Welt gibt, it is the seed that needs to inherit it. Es ist die Nachkommenschaft, was das erben muss. You see, so the inheritor, the possessor of the houses and all that which is in the house and which is in the world is the seed. Und dementsprechend derjenige, der Erbe und derjenige, der in Besitz nimmt, alles was in der Welt gibt, ist die Nachkommenschaft. Amen. Amen. You see, in the world you will always desire. In der Welt wirst du immer verlangen haben. You will always want to have. Du wirst immer gerne haben möchten. And in the world you will always want to be. Und in der Welt wirst du immer gerne sein möchten. Never forget that. Vergiss das niemals. There is these two fundamental aspects which is in the world. Es gibt diese zwei fundamentale Bereiche, die es in der Welt gibt. The wanting to be or the desiring to be. You see, man always wants to be something else than what he is presently. Man always wants to have something that he hasn't got presently. It is a normal thing. You see, man within himself, God has placed that desire to strive for evolution of self, to strive to possess more than what he presently have. But that desire, its fulfillment, the one who is to inherit or achieve that is the seed. Und dementsprechend, in der Welt gibt es einmal dieses ich möchte gern sein. Und dann gibt es zum Zweiten, ich hätte gern etwas. Ja, diese beiden, die findet man immer in der Welt. Und ich möchte euch ein bisschen schockieren. Es ist Gott, der dieses Verlangen im Menschen gestellt. Ja, es ist Gott, der im Menschen dieses Verlangen und zwar errichtet hat. Nur der Punkt ist, die Erfüllung
von diesen möchte sein oder hätte gern bekommen, ist in ihm, und zwar in der Nachkommenschaft. Und wo ist diese Nachkommenschaft? In dir. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. So you see that God has promised the seed to inherit the world. Also Gott hat der Nachkommenschaft verheißen, der Welt zu erben. What is the seed? Und was ist denn nun der Same? Was ist der Nachkommenschaft? You see, Jesus, he gave us the definition. Er gab uns die Definition. In Luke 8, the verse 11. Das finden wir in Lukas Evangelium 8, Vers 11. He says, the seed is the word. Der Same ist das Wort. So, the inheritor. Also der Erbe, the possessor, der Besitzer of all of your desires, von allem deinen Verlangen, is given to the word, ist dem Wort zugeteilt. So it is the word. Also es ist das Wort. Who is the possessor of everything that we see in this world? Derjenige, der der Besitzer ist von allem, von dem, was wir in dieser Welt sehen. Amen. Amen. So when I look at the house, also wenn ich ein Haus anschaue, I desire to have. Das möchte ich gerne haben. But who is the one who is entitled to have that house? Doch wem steht es zu, dieses Haus in Besitz zu haben? Whose house does that belong? Ja, zu wem gehört tatsächlich dieses Haus? Is the seed. Dieses Haus gehört dem Samen. The word. Dieses Haus gehört dem Wort. That is why John tells us. Deshalb berichtet uns Johannes. He says, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Nothing was created, nothing was made without the word. So everything that is made, everything that we see manifesting in the outside was made from the word. So the promise was not given to physical man. The promise was given to the word. And I have good news for you, all of us today, that the word is in you. Und dementsprechend hat uns Apostel Johannes berichtet, in Johannes 1,1, im Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Und dann in Vers 2, es wurde nichts erschaffen. Es wurde nichts ohne das Wort. Das bedeutet, alles was wir sehen, alles was wir wahrnehmen, alles was wir sagen können, Mensch, das hätte ich gern oder ich möchte gerne sein, alles ist dem Wort zuteil. Alles ist im Wort drin. Und jetzt habe ich noch eine gute Nachricht für euch. Das Wort ist in euch. Now then, let's look at Titus 3. Nun schauen wir uns Titus Brief 3. Titus 1, the verse number 3. Entschuldigung, Titus Kapitel 1, Vers 3. You see, then Paul says, but had in due times manifested. Now the word manifested is very important. You know, let's let it catch your attention this morning. He says, but had in due times manifested his word. So what has God manifested? What has God brought into expression? His word. And his word there, he's talking about the promise. You see, he says he promised before the world began that we should have eternal life. And this promise, he then referred to it as his manifested word. Und dementsprechend in Titus 1, Vers 3, zu seiner Zeit, in der Fußnote steht, zu seiner eigenen Zeit, was ist denn passiert? Aber hat er sein Wort offenbart. Dieses Wort, was er offenbart hat, wenn wir auf Vers 2 schauen, dann sehen wir, dass dieses Wort die Verheißung an uns ist. Die Verheißung des ewigen Lebens. Genau diese Verheißung ist nun sein Wort, was er sichtbar gemacht hat. The promise of God, also Gottes Verheißung,
is to his word. Gilt seinem Wort. Because his word is that which will manifest. Denn es ist sein Wort, was sich sichtbar macht. All the attributes of the life of God. Und zwar alle Eigenschaften von Gottes Leben. So in this world, also auf dieser Welt, there are desires. Gibt es Verlangen ohne Ende. Hallelujah. Amen. It is normal. Das ist ganz normal. It is good. Das ist auch gut. When you need to know, doch du solltest erfahren, that your desire to be healthy, nämlich dein Verlangen gesund zu sein, your desire to have, dein Verlangen, dass du etwas gerne möchtest, is directed to the word. Das ist und zwar an das Wort gerichtet. The glorious thing. Und die herrliche Sache hier is that God so loved the world. Dass Gott die Welt so sehr liebt. He so loved the desires. Er liebt so sehr die ganzen Verlangen hier. That we can encounter in the world. Was wir, also er liebt so sehr das Verlangen, was wir in der Welt erleben können. That he gave his son. So sehr, dass er dafür seinen Sohn gab. He gave the seed. Er gab den Samen dafür. He gave the fulfillment. Er gab die Erfüllung von of all diesen, those desires. Von all diesen Verlangen. I desire to be holy. Ich verlange heilig zu sein. He gave the seed of holiness. Er gab den Samen der Heiligkeit. I desire to be rich. Ich verlange reich zu sein. It is normal. Das ist ganz normal. Anybody who tells you that no, we shouldn't desire, it is the person is not spiritual. It is this. It is spiritual. It is high spirituality to desire because you are here to change your consciousness. Because every time you change your consciousness, you are changing your person. You are changing yourself in corresponding to the word. And how can that be possible without a desire? So God, please desire, and he then shows to you that the solution to the desire is a seed. And that seed is hidden to the view of everyone. That is why it is in you. It is your power to be whoever you want to be. Nobody can stop you. Nobody can hold you back. Nothing. It is only you who can refuse to be who you want to be. Hallelujah. Amen. Also wenn jemand dir sagt, Verlangen zu haben ist was Schlechtes, oder ich sage es in meinen Worten, der macht dich unheilig, das macht dich unchristlich. Also ich sag mal so, solche Dinge schmeiß in die Papiertonne. Denn warum? Wenn du Verlangen hast, dann bist du oberstgeistlich. Dann bist du und zwar geistlich auf höchstem Niveau. Denn warum? Wenn du Verlangen hast, das heißt, man möchte seine Person verändern. Man möchte sein Bewusstsein von dort, wo man ist, und zwar zu einem höheren Niveau bringen. Nur der Punkt ist, wie geschieht denn das? Und hier kommt der Joker. Es geschieht, und zwar gemäß dem Wort. Es geschieht gemäß dem Samen. Denn warum? Die Erfüllung, oder ich sag's mal in meinen Worten, der Mechanismus, wodurch das Verlangen erfüllt wird, die hat Gott ins Wort gestellt. So, aber dieses Wort ist nicht für jeden sichtbar. Sonst könnte man zum Beispiel das Verlangen eines anderen zu seinem eigenen machen. Sonst könnte Manipulation geschehen. Aber Gott möchte, dass jeder in der Lage ist, nämlich seinen Zustand ändern zu können, gemäß seinem Bewusstsein. Und deshalb hat er dafür gesorgt, dass das Wort, der Same, die Erfüllung von allem, wonach du dich sehnst, und zwar in dir verborgen. God so loved the world, God liebt die Welt so sehr, that he gave his son, dass er seinen Sohn gab. In the world, in der Welt, is desire, gibt es Verlangen. And the Father, aber im Vater, is foreverness, gibt es Ewigkeit. Glory be to God. Ehre sei Gott. So what you want, also was du möchtest, which is the problem in the world, was als Problem in der Welt dargestellt, that is what caused conflict and strife. Aber genau das, was du möchtest, und zwar sorgt für Konflikte, sorgt für Streitigkeiten. But God sent the Savior. Gott sandte den Retter. To save you.
um dich zu retten, from your want, und zwar aus deinem Möchtegern, from your desires, aus deinem Ich hätte gern. Amen. Amen. And that, und genau das, is the seed. Das ist der Samen. The Savior, der Retter, is a seed. Der ist der Samen. And so when he comes to you, wenn dieser Samen zu dir kommt, he brings you, er bringt dich, in the realm, und zwar in dem Bereich hinein, of foreverness, und zwar in dem Bereich der Ewigkeit, in dem Bereich der Erfüllung. Hallelujah. Amen. That is why in 1 John 2, the verse 17, let's read it quickly. Das lesen wir schnell, und zwar 1. Johannes 2, Vers 17. It says, and the world, we have defined in our context what the world is, and the world that is desiring to have or desiring to be, passeth away. You see, these things passed away, and the last thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So you see that the Father, what comes out of the Father is that which abide forever. It is the will of God. And what is the will of God? The will of God is that you are. You is not you will be. It is not a desiring. It is an actuality. So Christ came so that we may then walk in the, you know, in the consciousness that what we desire, we possess. Amen. So that is what it means that God has given the world to the seed. Amen. Amen. Vers 17 von 1. Johannes 2. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Ja? Die Welt von ich hätte gern, ich möchte sein, die vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in die Ewigkeit. Und hier sehen wir, dass der Vater hat uns die Ewigkeit vermacht. Er hat uns das zur Verfügung gestellt. Allerdings diese Ewigkeit ist in seinem Willen. Was ist denn sein Wille? Sein Wille heißt, du bist. Denn bitte stellt euch vor, in der Welt gibt es, ich möchte gern, ich möchte sein, ich hätte gern. Doch der Vater hat uns den Sohn, seinen Samen gegeben, damit wir durch den Sohn, durch unser Einverständnis, unser Zustimmung zum Sohn. Wir kommen zu dem Bewusstsein von ich hätte gern, ich möchte gern zu ich bin. Und genau das bedeutet, die Möglichkeit von ich bin führt uns in die Ewigkeit. You see, that which you desire, das, wonach du dich sehnst, you are. Das bist du schon. That which you desire to have, also das, was du so gerne hättest, you have. Das hast du schon. You then realize that God did not give the promise to the external man, to the man of the natural, because the man of the natural wants to have, he desire to get, but he gave to the seed, because the seed has what the Father has. That is why Paul says the promise was given to the Father and the seed. The Father that stands for Abraham. It was given to Abraham and the seed. Abraham is the I am, and the seed also is the I am. So he didn't say to the seeds, as in Galatians tells us, Galatians 3:16. He says the promise was not to the seeds as many, but to one, which is Christ. So the Christ that is in you, the seed that is in you, is the same seed that is in me. This is the same seed that is in all of us that have accepted Christ. So God has promised that all that you will ever desire in this world has been already given to you by giving to you his seed. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus. Und deshalb ist es wichtig zu sehen, dass Gott den natürlichen Menschen nichts gegeben hat. Gott hat den Menschen, den man mit körperlichen Augen wahrnehmen kann, nichts gegeben. Warum nicht? Denn warum? Es ist dem Nachkommen, sprich dem Samen gegeben. Und deshalb sprach Paulus, nämlich, dass die Verheißung, und zwar ist Abraham steht für Vater,
für Quelle, für Ursprung. Ja, der Verheißung ist Abraham den Ursprung und seine Nachkommenschaft zuteil. Und wenn man Galaterbrief 3,16 anschaut, dann sieht man, das heißt nicht Nachkommenschaften, Mehrzahl, sondern Einzahl, Nachkommenschaft, Same. Und deshalb ist es wichtig für uns zu erkennen, dass die Verheißung dem Samen gegeben ist. Und dieser Same ist in dir und in mir und in uns allen. Denn warum? Aus der Liebe des Vaters zur Welt gab er seinen eingeborenen Sohn, gab er den Samen. Ja? Und zwar für uns alle. Das heißt, der Same ist in dir und dem gehört der ganzen Welt. In ihm ist die Erfüllung von allem Verlangen. Halleluja. So if you have the seed, also wenn du den Samen inne hast, you have everything. Dann hast du alles. But the seed needs to be cultivated. Doch der Same muss wirklich hervorgebracht werden. You need to place your attention on the seed. Was meine ich mit hervorbringen? Deine Aufmerksamkeit, dein Fokus muss auf den Samen in dir sein. Because the realities. Denn die Wirklichkeit, the substance, die Substanz, are in the seed. Gibt es im Samen drin. Halleluja. Amen. Cut the tree. Du brauchst den Baum fällen. As long as the seed is still in the ground, solange der Same immer noch in dem Boden ist, the seed will sprung again to a new tree. Der Same wird wieder aufsprießen, Wurzel schlagen und aufsprießen zum neuen Baum. Halleluja! Amen! That is why you are so powerful. Das ist der Grund, warum du so kraftvoll bist. So no matter the disappointment you've gone in life. Also egal welche Enttäuschung du im Leben begegnest. No matter the state in which you find yourself in right now. Egal in welchem Zustand du dich hier und jetzt befindest. There is hope. Hoffnung gibt es. Because your hope is Christ. Denn deine Hoffnung ist Christus. And that Christ is in you. Und Christus ist in dir. He is the accomplishment. Er ist die Erfüllung. He is the end of the promise. Er ist das Ende von der Verheißung. The fulfillment. Er ist wirklich die Vollendung of that promise of a better health, promise of a better wealth, promise of a better relationship. He is. So what do you need? You need to then come into the awareness, the consciousness of that which you are crying to attain. You are already. I am has been given to you. And when you walk in that I am, you cease to walk according to the world. You cease to walk according to you wanting something, but coming to that place in which that which you want is already a reality. So that changes your consciousness. In other words, the person that you were has just died by Christ coming to replace that. The one who is a fulfillment. You see, I want a car. But when Christ comes into you, you see, you have the car already. The car is already there because the car, I am the one entitled to a car. It's not really you. I am the one entitled to health. So when Christ comes, you cease to desiring. You cease to want these things. You come into the actuality because every reality of that which we see in the outside is in Christ, is in the seed. And the seed comes in the inside of you, change your consciousness, and then you begin to walk in the reality of having attained that which you can ever desire. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Ehre sei dem Herrn. Und dementsprechend, was brauchen wir hier zu tun? Wir brauchen uns nur noch zu fokussieren. Das heißt, wir geben unsere Aufmerksamkeit und zwar nach dem Bewusstsein von dem Samen in uns. Das heißt, wir nehmen dieses Bewusstsein, wir nehmen dieses Denken und dieses Fühlen von ich bin. Nicht ich werde sein, nicht ich möchte gern sein, nein, ich bin. Und genauso nehmen wir dieses Denken und dieses Fühlen auf von ich habe. Ja, nicht ich hätte gern, ja, irgendwann, nein, ich habe schon. Und wenn wir das aufnehmen, was geschieht, so sind wir nun
in dieser Gemeinschaft, in dieser Einheit mit dem Ursprung und den Samen in uns. Das bedeutet, das, was wonach wir uns bis hierhin verlangt haben, dieses Verlangen stirbt ab. Denn warum? Das Verlangen ist ja in Ich Bin erfüllt. Denn Ich Bin ist ja der Same. Ich Bin ist ja die Erfüllung von dem, was wir verlangen. Und was geschieht denn mit uns, wenn wir uns auf diese Position begeben? Dann sind wir in der Lage, nämlich alles, was körperlich so erscheint, was scheinbar, als hätten wir das gebraucht. Zum Beispiel, ich hätte gern dieses Auto. Ja. Ich hätte gern Gesundheit. Ja. Ich hätte gern eine wunderschöne Familie. Was geschieht denn mit mir? Dann komme ich mit dem, was nun mein Bewusstsein ist, ich komme mit meinem Bewusstsein von Ich Bin zu der Sache. Und wenn ich zu der Sache komme, dann habe ich die Sache, dann bin ich die Gesundheit, dann bin ich die gute Familie, dann habe ich das Haus, das Auto. Und wenn ich dadurch umgehe, es ist nur eine Frage von dem, wirklich da drin zu bleiben. Und dann sehe ich, wie, was ich bin, meine Wirklichkeit, meine Tatsache, meine Realität ist. Denn warum? Das, was ich vorher gesehen habe, das stirbt ab. Sobald ich auf das Bewusstsein Ich Bin komme, stirbt Ich möchte gern, ich wünsche es mir, das wäre so schön, sie stirbt ab. You cannot ask, how does the seed, you know, how does the seed then manifest into the physical reality? Da kannst du aber die Frage nicht mehr stellen, wie manifestiert sich der Same, und zwar in die physische Welt hinein. It's just like asking, how does Christ come out of the tomb? It is not through the help of a man. It is not through a help of whatever performance. No, you only need to walk in the consciousness. You see, this is where people get it. It becomes so difficult, but it's not difficult. Remain in that consciousness. Amen. It's you, when you remain in the consciousness of having already what you desire, it is as if you are then burying the old man. The old man was the man desiring. So leave that man be dealt with the new man, which is the new consciousness. It is all about your consciousness. This is what I'm trying to say. You see, when you then hold on to that, is you just allowed it to resurrect himself. Oh, I said it 2 Sundays ago. The resurrection is not in the tomb. The resurrection is in the world. Oh, so let him resurrect. Let the seed resurrect in the world. Amen. Oh, you can't aid it. You can't go to Jerusalem and help Christ out of the tomb. He's out of the tomb, man. Woo! And today you are the Jerusalem of God. And he has come to reside in you, not in a tomb, but to bring forth out of you a new world. Hallelujah. Hallelujah. So amen. Hold on to the desire. Amen. Amen. The fulfillment of your desire. Hold on to it. Hallelujah. And you will see it manifest, resurrect in the world. Hallelujah. Amen. Amen. Es ist genauso, wenn man fragt, na, wie soll nun der Same, der in mir, in die physische Welt, nämlich manifestieren? Also ich sage es in meinen Worten, kümmere dich nicht drum. Ist genauso, man würde fragen, wie kann das sein, dass Jesus Christus am dritten Tag aufersteht? Das ist das Werk des Vaters. Das ist nicht dein Werk. Dein Werk ist in dem Bewusstsein von Ich Bin zu bleiben. Halleluja. Egal, was du um dich herum siehst, egal, was los ist, egal, was gerade geschieht, wo du erscheint, dass ich, als wäre ich im Nachteil. Das ist nicht deine Beschäftigung. All das, ich sage es in meinen Worten, sind nur Ablenkungen. All das ist nur da, um damit du nicht in diesem Bereich von Ich Bin, nicht in diesem Bereich von dem Samen zu bleiben. Doch wenn ich fordere dich heraus, wenn du nur Ich Bin festhältst, egal was du siehst, ich fordere dich heraus, wenn du nur in diesem Bewusstsein von Ich Bin bleibst, was meine ich damit? Wenn du nur in diesem Gefühl, in diesem Denken, in diesem Fühlen von Ich Bin bleibst, und dann siehst du genauso wie Jesus Christus aus den Toten auferweckt ist, aus den Toten auferstanden ist, der nicht mehr unter den Toten ist.
und zwar ohne dein zu tun, ohne die Wirkung des Menschen. Genauso wird ich bin aus deinem Innern auferstehen. Er wird, und das haben wir vor zwei Sonntagen gesagt, dass Auferstehung findet nicht im Grab statt. Es findet nicht im Inneren statt, es findet in der Welt statt. Es findet außerhalb, es findet im Sichtbaren statt. Auferstehung findet nicht im Verborgenen, wo nur wenige sehen. Nein, 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 nein. Auferstehung findet überall statt, wo jeder sehen kann, dass wirklich Auferstehung passiert ist. Und deshalb, wenn du das Bewusstsein im Verborgenen hältst, oh, Halleluja. Manifestation. Ich sage, thank you, Jesus. Das, was der Mensch noch nicht erlebt hat, genau das geschieht, dass alle sehen können. Guck mal, was du in dir festgehalten hast. Halleluja. Also bleib dabei. Thank you, Lord Jesus. Danke, Jesus. Romans 4, the verse 17. The Bible says, as it is written. It didn't say as it was written. He's saying in the present. So he's speaking to you. As it is written, I have made you a father of many nations. Hallelujah. So you and I, we are the source of many things. Everything. Everything you will ever desire to be, you are the source. Why? Yeah, yeah, yeah. Because the source has come to live inside of you. It is written. This is God having made his resident in you, and God is the custodian of everything. And so he said, it is written, I have made you, I have ordained you, purposed you to experience everything that I am and everything that I have. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Römer 4, Vers 17. Also hier steht, wie geschrieben steht und nicht wie geschrieben stand, ja? Wie mal stehen wird. Nein, 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 wie geschrieben steht. Das heißt, es ist gegenwärtig. Sprich, es gilt dir und mir. Und dementsprechend geht es dann weiter, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Das heißt, aus der Einheit, und zwar aus dem Bewusstsein von, ich bin in dir drin, habe ich dir wirklich alles gegeben. Ich habe dir, und thank zwar, you, Lord Jesus. Ich habe dich bestellt, alles zu beerben. Dir gehört alles. Thank Die you, Frage Lord. Ist nur, bleib in diesem Ich Bin, damit du auch alles erlebst, was dir gehört. Thank you, Lord Jesus. Adam. Before him whom he believed. Und zwar vor dem, dem er glaubte. Even God who quickeneth the dead and calleth those things which be not as though they were. Sogar Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. You see? Now, I want to show you something here. Hier möchte ich euch etwas zeigen. You see? Paul says that God who quickened the dead, give life to the dead. Hier sagt Paulus, Gott macht die Toten lebendig. Please, if you can write this, because we have to be practical. Denn wir müssen praktisch sein. Also wenn du das hier niederschreiben könntest. The dead, der Tod, is man desire. Und zwar, der Tod steht für das Verlangen des Menschen. Because that is what man wants to be. Denn genau das möchte der Mensch gerne sein. Is what man wants to have. Ist das, was der Mensch gerne hätte. Because it is not yet a reality to him. Denn warum? So wie es hier steht, der Tod ist ihm noch nicht eine Wirklichkeit. You see, when God says you are dead, wenn Gott sagt, dass etwas tot ist, it's because you desire to be something that is not yet real to you. Der Grund ist, weil du dich nach etwas sehnst, was aber deine Wirklichkeit noch nicht ist. Because you see as yourself not that thing. Denn warum? Du siehst dich selbst und zwar noch nicht diese Sache. Amen. Because Adam saw himself that he wasn't the son of God. So he then begins to desire to meet the mark. So he was, that is the process of death. Und Adam sah sich selbst nach seiner Entscheidung, dass er wäre noch nicht der Sohn Gottes. Also fing er an, erstmal zu verlangen, das zu sein. Und das war der Prozess des Todes. Amen. Amen. So you see? Also erkennst du? So man's desire, also das Verlangen des Menschen, equals to death.
is gleich tot. And so what does God do? Also was tut Gott? He quickens. Er macht lebendig. He makes the desire alive. Oh. Er haut Leben in diesem Verlangen hinein. Amen. Amen. Glory. Ehre sei dem Herrn. I want to. Ich möchte gerne. God comes in. Und Gott kommt rein. And breathe into it. Und haucht es ein. And say you are. Und er sagt du bist. That's grace intercepting. Und das ist Gnade, die einschreitet. Because you're striving. Ja, du musst dich. To be. Zu sein. You're striving to get. Ja, du kämpfst, zu bekommen. And grace comes in. Und da kommt die Gnade hinein. And say you are. Und die Gnade sagt dir, du bist. Because what I am. Aufgrund dessen, wer ich bin. You are. Bist du. You will not be. Du wirst nicht eher sein. You are. Du bist schon. Hallelujah. Amen. This is what it means. God quickened the dead. Aber genau das heißt, Gott macht den Toten lebendig. And then the other phrase, he says, he called those things which be not as though they were. Und die nächste Phrase, er ruft nicht Seiende, wie wenn es da wäre. You see, those things that be not, which be not, Dinge, die nicht sind, are those things you desire to be. Das sind doch die Dinge, wonach du dich sehnst zu sein. Or to have. Oder zu bekommen. Ganz deutlich. Amen? Amen. Because the things which be not, denn die nicht seiende, is equal to the things which you desire, because anything you desire is not. Ja, das ist gleich all das, wonach du dich sehnst. Denn wonach du dich sehnst, heißt, du hast es noch nicht. Will you desire what you have? Also wirst du verlangen haben nach dem, was du hast? No. Nein. When you have it, wenn du das hast, you don't desire it. Dann verlangst du nicht. Because you have it. Weil du das hast. And so he says that he called those things. Er ruft die Nichtseienden. Which be not. Die Nichtseienden ruft er. As though they were. Als wenn sie schon da wären. Amen. Amen. Hallelujah. So how does he call those things? Wie macht er? Wie ruft er? The word called there is kaleo. Also der Begriff von rufen dort heißt kaleo. To so name something. Es bedeutet etwas den Nachnamen geben. Amen. Amen. What is the so name of God? Was ist Gottes Nachnamen? His family name. Ja, sein Familienname. Was ist der Familienname Gottes? That he carries and his sons carries. Ja, also der Name, den er und seinen Söhnen tragen. I am. Ich bin. So God called the things that be not, the things that you desire through his name. He placed his name on those things and says, you desire to be healed. He says, you are healed. So if I want to bring it in singular, I say, I am healed. So what have I done? I have been so named by God. I didn't choose to be I am. You didn't choose to be I am. So don't look at us and say, come on, we are using the name of God. He gave us the name. He calls or so. That name is in you. As long as you change your mentality, you change your consciousness into being what I desire to be what I am, then you have then come into oneness with the Father, oneness with the Son. You have then entered into that corporate life, which is eternal. And as you walk in that consciousness, contemplating that consciousness, that which you desire, you will then see its manifestation. Und dementsprechend, da das Nichtseiende das Verlangen ist, was tut er? Er ruft sie. Und wir haben ja gesagt, rufen bedeutet Kaleo. Und Kaleo heißt Nachnamen geben. Das heißt, der Nachname, sprich der Name, den Gott mit seinen Söhnen teilt. Der Name, den Gott mit seinen Söhnen teilt, ist Ich Bin. Das heißt, man schaut und nennt das, wonach man sich sehnt, was man gerne hätte. Ich bin das schon. Das habe ich schon. Was geschieht denn da? Na, manche würden denken, naja, das ist Gotteslästerung. Wie kannst du den Namen Gottes verlangen? Nein, 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 nein. Das ist keine Gotteslästerung. Der Punkt ist, das ist der Name, den Gott uns gegeben hat. Das ist das, was er selber uns gerufen hat. Das heißt, wenn du etwas in Besitz nehmen willst, wonach du dich sehnst, was du so gerne hättest, stimme dich doch darauf ein.
ändere deine Einstellung. Lass deine Gedanken von dem, ich hätte gern, von dem, was ich so gerne sein möchte, und schweife, und zwar auf ich bin. Schweife auf ich bin, denn warum? Ich bin ist deine Quelle, ist dein Ursprung, aber ist auch dein Name. Es ist das, was du mit dem Vater gemeinsam hast. Und zwar auf der Ebene von ich bin, da bist du auf der Ebene des Vaters. Das bist du auf der Ebene der Erfüllung von dem, was du so gerne hättest. Wenn du dabei bleibst, da kommst du in diesem Denken, in diesem Fühlen von ich bin. Und wenn du mit ich bin all diese Verlangen, all diese Sehnsüchte begegnest, was geschieht? Genauso wie die Auferstehung. Ja, dann trifft genau das ein, nämlich dann trifft die Erfüllung ein von all dem, was du so gerne hättest und was du so gerne sein möchtest. Genesis 1:12. 1. Buch Mose 1:12. I just want us to close with this. Ich möchte, dass wir hiermit schließen. And look at the principle. Und wir schauen uns bitte das Prinzip. Genesis 1:12. 1. Buch Mose, bitte aufschlagen. And the earth brought forth grass and herb yielding seed after his kind, and a tree yielding fruit whose seed was in itself after his kind. And God saw that it was good. The verse 13. And the evening and the morning were the third day. 1. Buch Mose 1, Vers 12. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt, und zwar nach seiner Art. Und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 13. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein dritter Tag. Amen. You see, God saw the seed. Gott sah den Samen. And he saw the seed was good. Und er sah, dass der Same gut war. The verse 26. In Vers 26. This has always eluded many people. Aber genau das haben leider viele Menschen nicht gesehen. I want you to see this. Ich möchte, dass du Vers 26 anschaust. The verse 26. Vers 26. And God said, und Gott sprach, let us make man in our image and after our likeness. Lass uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. And let them have dominion. Und sie sollen herrschen. So, the man in the image and the likeness of God that has been ordained to have dominion is the seed. Deshalb der Mensch oder der Mann, also der Mensch, der nach Gottes Bild und Gott ähnlich ist, der herrschen sollte, ist der Same. Amen. Amen. It's not the physical man. Es ist nicht der körperliche Mensch. Because God is dealing with the seed here in Genesis 1. Denn im 1. Buch Mose 1 geht Gott mit dem Samen um. That is why God says it's good. Und das ist der Grund, warum Gott sagt, er sah den Samen und sagt, gut. Amen. Nothing can change the seed. Nichts kann den Samen ändern. The seed is good. Der Samen ist gut. And you are the seed. Du bist der Samen. Oh, my Father. You see, you are one with Christ. Du bist eins mit Christus. So you are the seed. Also bist du gleich. So when they say you are perfect, also wenn man sagt, du bist voll, when God says you are good, wenn Gott sagt, dass du gut, he's talking about his seed. Er spricht von seinem Samen. So that which is within you, also das, was in dir ist, the fulfillment of all your desires, die Erfüllung von all deinen Verlangen, is the image of God. Das ist Gottes Bild. Is after God's likeness. Das ist Gottes Ähnlichkeit. Is that which have dominion. Das ist das, was Herrschaft hat. Amen. Amen. It dominates everything on earth. Und zwar dieser Same beherrscht alles auf Erden. Amen. It dominates sickness. Er regiert über die Krankheit. It dominates poverty. Er regiert über die Armut. So it has the power. Also dieser Same trägt die Kraft. To override. Nämlich alles zu überschreiben. Every situation. Jegliche Lage, jegliche Umstand. Halleluja. Amen. So there is a world. Also es gibt eine Welt. Within you. In dir drin. There is a real you. Es gibt ein wirkliches Du. Within you. In dir drin. Don't be fooled. Also sei nicht töricht.
by what you see outside. Sei nicht getäuscht von all dem, was du äußerlich erblickst. What people see of you. Also was die Menschen über dich sehen. You are a master of circumstances. Du bist der Meister, die Meisterin von Umständen. Hallelujah. Amen. The Bible says of Christ. Die Bibel spricht von Christus. That he is the express image. Die Bibel spricht von Christus, dass er der Abdruck ist. Of the person of God. Er ist der Abdruck von der Person Gottes. He is the brightness of God's glory. Er ist Gottes Lichtglanz. Hebrews 1:3. Das finden wir in Hebräerbrief 1, Vers 3. For in whom is the heir of all things? In ihm als Erbe von allen Dingen. Amen. Amen. And the word person there. Und der Begriff für Person dort. Is the Greek word hypostasis. Ist der griechische Begriff hypostasis. And Paul used the same word. Und Paulus hat genau denselben Begriff verwendet. When he defines faith. Als er Glaube definiert hat. He says, now faith is. Er sagt, nun Glaube ist. The hypostasis, the substance of things hoped for. Er ist der Hypostasis, nämlich die Wirklichkeit dessen, was man hofft. He uses in Hebrews 1:3 that Jesus is the express image of the hypostasis, the person of God. And then he then bring it in Hebrews 1. He says, faith is the hypostasis, the person. Faith is the person of that which you desire, that which you hope for, the person. That's why you have to be the person for you to be the one who is entitled to what you desire. Amen. You see how Jacob came into view in our study of these few weeks. You see, you have to be the one who is entitled to the blessing. Not that you the car that you desire, the houses that you desire, the money you desire, the health you desire, the one who is entitled to that is Christ. He is the person that is entitled to all those things, because without him nothing exists. Amen. So when you come to God, you must come to God by faith. So without faith, it is impossible to please God. So how do you please God? You please God by being Christ. Hallelujah. You please God by coming in his person. So that is what Paul then defines. The substance of faith is you coming as the person of Christ, and therefore you are standing in the same shoe, in the same level as Christ, and all that which Christ deserves, it is yours. Amen. It's not by your power. It's not by your eloquence. It's not by what you can achieve. It is by the fact that you have identified to the one who is entitled to all these things. So this is fairly simple. Amen. Amen. Von hinten angefangen, Glaube ist einfach. Ja? Es ist wichtig zu begreifen, dass das, wonach du dich sehnst, das, wonach du haben möchtest oder was du so gerne sein möchtest, das steht dir nicht zu. Das ist dir nicht zuteil, sondern das ist Christus zuteil. Halleluja. Denn er ist der Same. Er ist das Ich Bin. Doch genau dieses Er ist auch die Person. Denn warum? Hebräerbrief 1:3 sagt uns, er ist der Ausdruck, und zwar von der Person Gottes. Und Hebräer 11:1 sagt uns, und zwar, nämlich, nur ist Glaube die Wirklichkeit dessen, was man hofft. Wirklichkeit ist derselbe griechische Wort für Person, sprich Hypostasis. Das heißt, er ist die Person dessen, worauf wir hoffen. Das heißt, er steht hinter allem. Ihm steht alles zu. Und deshalb, es ist nicht du, der in deiner Eigenmühe, in deiner Eloquenz, in deiner Vielgerede, Wortgewandtheit, in deiner Bildung oder in deinem Können. Thank es you, ist Lord. Nicht du, der zu dem Vater kommt. Das passt nicht.
sondern du kommst in der Person Christi, indem du dich und zwar Christus aufnimmst als dein Gedanken, als dein Gefühl, Christus aufnimmst als dein Bewusstsein. Was geschieht? Du kommst und zwar mit denselben Schuhen Christi. Du kommst in derselben Person Christi. Also, wenn ich mal so sagen darf, nur der Darstellungshalber, wenn Gott dich anschaut, der sieht sich selbst. Wenn er sich anschaut, der sieht, ich bin. Und deshalb, da es ich bin zusteht, da es der Person Christi zusteht, dementsprechend fließt auch die Manifestation, die Erfüllung von all dem, wonach du dich sehnst, fließt das alles dir zu. Das heißt, so wie er Erbe der Welt ist, bist du Erbe der Welt. So wie er Herrscher über alles ist, in seinen Schuhen, sprich mit seinem Bewusstsein, beherrschst du deine eigene Welt. Und deshalb ist es richtig zu sehen, dass er hat dir die Möglichkeit gegeben, und zwar in Christus zu sein, damit du, genauso wie Christus, deine Welt beherrschst. Halleluja. Halleluja. Thank you, Lord. Hab Dank, Herr. All that which is entitled to the seed, which is Christ. Alles, was dem Samen der Nachkommenschaft, was auch Christus ist, zusteht, is entitled to you. All das steht dir in ihm zu. Because Christ, denn Christus, is eternal life. Er ist ewiges Leben. Christ, Christus, is your life. Ist dein Leben. In him, in ihm, are all things. Gibt es alle Dinge. Glory be to God. Ehre sei Gott. So you walk, also du wandelst, in the feeling, in dem Gefühl. You walk, du wandelst, in the substance, in der Wirklichkeit. This is what we mean by feeling. Aber genau das meinen wir mit Gefühl. The substance. Wir reden von der Wirklichkeit, vom Substanz. The person. Wir reden von der Person. Of Christ. Christi. Hallelujah. Amen. You walk, du wandelst, as him. Als er. Not thinking of him. Also, hier einen großen Unterschied. Nicht nur, dass du über ihn denkst. Amen. Amen. Because if you think of him, denn wenn du über ihn denkst, you are actually aware of that which belongs to him. Dann machst du dir bewusst über das, was ihm gehört. So, you that is being aware, also du, der dir bewusst machst, and him und er, are different. Dann gibt es da eine Kluft. Ihr seid unterschiedlich. But when you begin to be aware, doch wenn du im selben Bewusstsein bist, as the person, und zwar von der Person, which is one with him, ja, der auch eins ist mit ihm, then you are the one who is the true custodian. Dann bist du der wirkliche Verwalter of all that which he desires. Von allem, was er verdient hat. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord Jesus. Danke, Vater. The power of the seed. Die Kraft des Samens. Thank you, Lord. Danke. Thank you, Lord Jesus.